Guten Tag. Ich freue mich, euch zu sehen. Die Botschaft des heutigen Tages trägt den Titel Ich bin der Weg. Es geht um das Johannesevangelium, Kapitel 14, die Verse 1 bis 14. Und der Leitvers ist der Vers 6. Lasst uns diesen Leitvers aus dem Kapitel 14, den Vers 6, einmal gemeinsam lesen. Bitte. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Lasst uns vor der Botschaft kurz gemeinsam beten. Lieber himmlischer Vater, danke, dass Jesus in des Vaters Haus eine herrliche Wohnung für uns vorbereitet hat und wir auf Jesus, dem Weg, der Wahrheit und dem Leben, dorthin pilgern dürfen. Danke, dass wir in Jesus den Vater sehen und uns von dieser Welt nicht erschrecken lassen brauchen. Bitte erlaube uns, in dieser Zeit zu beten und so ein noch größeres Werk als Jesus für deine Herrlichkeit zu tun. Danke, dass du mir deine Vollmacht für diese Botschaft anvertraut hast und jedem heute ein offenes Ohr und Herz schenkst. In Jesu Namen. Amen. Dank sei Gott, dass er uns heute erlaubt, das Johannesevangelium weiter zu studieren. Unser Gebetsanliegen für dieses Bibelstudium ist es, zu erkennen, wer Jesus ist, nämlich Gott selbst, und durch den Glauben das Leben zu haben in seinem Namen. Durch Kapitel 13 haben wir Jesu Liebe zu seinen Jüngern kennengelernt. Jesus liebte seine Jünger trotz ihres Stolzes und wusch ihnen demütig die Füße. Jesus liebte sogar den Verräter Judas Iskariot, indem er ihm seinen Leib als Brot gab. Jesus gab uns auch das neue Gebot, uns untereinander zu lieben, wie er uns am Kreuz geliebt hat und die heilige Liebesgemeinschaft mit seiner Kraft zu bilden, durch die schließlich die Welt erkennen wird, dass wir Jesu Jünger sind. Wir danken Gott, dass wir am vergangenen Wochenende diese Liebesgemeinschaft bilden durften, indem wir das erste Masterseminar 2021 bilden durften und als untadelige Arbeiter des Evangeliums gebraucht werden durften, durch die wir tief in das Neue Testament hinabsteigen durften. Wir danken auch Gott, dass die nächste Generation gestern ein wunderbares Konzert zum Lob und Preis unseres Herrn veranstaltet hat. Im heutigen Text lehrt Jesus seinen Jüngern das kommende Reich sehr plastisch. Er sagt nicht abstrakt Reich Gottes, sondern er kündigt uns an, dass er in seines Vaters Hause viele Wohnungen für uns vorbereitet hat. Als Thomas nicht wusste, wo denn der Weg zum Vater ist, zeigt Jesus sich selbst als der einzige Weg dorthin. Lasst uns in unserem Glaubensleben all unsere weltlichen Träume und irdischen fixierten Denkweisen ablegen, die uns nur Unruhe in unserem Herzen bringen, und Jesus zu seinem Reich, auf ihm, dem Weg der Wahrheit und dem Leben, nachfolgen. Möge Gott uns helfen, zu beten, sodass wir sehen dürfen, wie Gottes großes Werk in dieser Generation geschieht und so praktisch den Weg Jesu in dieser Zeit gehen. Teil 1: In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, Verse 1 bis 4. Sehen wir uns den Vers 1 an. Lasst uns diesen Vers 1 auch einmal gemeinsam lesen. Bitte, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Als Jesus den Jüngern in der vergangenen Lektion sowohl seinen Weggang wie Verrat und Verleugnung ankündigte, war dies für die Jünger wirklich unvorstellbar. Ihre Herzen waren beunruhigt. Wie Jesus formulierte, waren ihre Herzen erschrocken. Als die Jünger anfingen, Jesus nachzufolgen, hatten sie auf verschiedene Dinge in ihrem Leben verzichtet und sich klar für Jesus entschieden. Petrus und die anderen Fischer hatten auf ihren Job als Fischer und ihren Traum von vielleicht einem wunderbaren, schönen Fischrestaurant an der Uferpromenade des Galiläischen Meeres verzichtet.
Wir wissen auch, dass Petrus seine Frau verlassen hatte, um Jesus nachzufolgen. Vielleicht wartete zu Hause sehnsüchtig Petrus Junior auf ihn. Levi hatte einen sicheren Job beim Zoll mit gutem Einkommen gekündigt. Andere Jünger verzichteten auf ihr religiöses Ansehen in der Gesellschaft. Doch sie waren Jesus nicht nur mit der Hoffnung auf das Reich Gottes nachgefolgt, sondern weil sie in Jesus noch größere irdische Träume haben konnten. Sie wollten rechts und links neben Jesus in seinem irdischen messianischen Reich sitzen. Aber je häufiger Jesus nun seine Leiden ankündigte und es sogar nun einen Verrat zu geben schien, desto mehr gerieten diese Träume in Gefahr. Es schien so, als ob sie in eine Sackgasse in ihrem Leben geraten waren. Deswegen waren sie wirklich sehr beunruhigt. Was ist Jesu Abhilfe zu dieser Unruhe in unserem Herzen? Sehen wir uns nochmal Vers 1 an. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Wir dürfen einzig und allein an Gott und seinen Sohn glauben. Weil wir unsere Augen auf den ewigen Gott und seinen Sohn richten, erfahren wir tiefen Frieden in unserem Herzen. Die Lösung aller Probleme in dieser Welt ist zuerst der Glaube an Jesus und dann die Hoffnung auf das ewige Reich Gottes. Es gibt zahlreiche Menschen in dieser Welt, die, obwohl sie alles in der Welt hatten und große Sicherheit genießen konnten, keinen Frieden erfuhren, sondern ruhelos waren, bis sie schließlich sogar wahnsinnig wurden. So viele Angestellte sind in vager Furcht, dass sie vielleicht entlassen werden könnten und werden sehr aufgewühlt, wenn es den kleinsten Ansatz von Umstrukturierungsmaßnahmen in ihrer Abteilung gibt. Es gibt jedoch auch zahlreiche Helden des Glaubens, die inmitten der heftigsten Stürme des Lebens in Christus Frieden genossen. Beispielsweise erlebte Horatio Spafford nach vielen Rückschlägen zusätzlich eine große Familientragödie, dass alle seine 4 Töchter bei dem Untergang der SS Wildohave ertranken. Viele Freunde griffen ihn wie Hiob im Alten Testament an, dass er irgendeine verborgene Sünde haben würde. Aber er wurde nicht verbittert, sondern er schaute auf Gott, indem er das Lied »Wenn Frieden mit Gott meine Seele durchdringt« dichtete. Durch den Glauben überwand er dieses Schicksal und wandte sich Gott zu. Er gründete eine christliche Gemeinde mit christlicher Lebensgemeinschaft, so wie wir, die sich die Überwinder nannte. Durch den Glauben an Gott und Jesus können wir jede widrige Lebenslage weit überwinden. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Wegen der geistlichen Situation außerhalb und auch innerhalb der Gemeinde sind wir im letzten Jahr sehr erschrocken gewesen. Viele sind auch wegen der Hoffnungsträger und Kinder, wegen der Bedingungen oder anderer unerwarteter Begebenheiten erschrocken. Aber wir durften in jeder Situation den Glauben an Gott festhalten. Gott segnete uns. Wir durften das GLEF 2020 auf einem höheren Niveau führen. Und Gott erlaubt uns auch in diesem Jahr auf eine neue Ebene zu gehen und das erste Masterseminar zur geistlichen Ausbildung der nächsten Generation zu veranstalten. Früher haben auf dem GLEF die älteren Glaubensvorgänger über ihr Glaubensleben berichtet und lehrreiche Vorträge gehalten. Aber wir sehen, dass dieses Amt zu den jungen Leuten weiterwandert. Schon bald werden alle den Glauben der Überwinder der nächsten Generation sehen. Gott wünscht sich von uns, dass wir Jesu Jünger sind, die nicht, wenn alles zu zerbrechen droht, erschrecken, ärgerlich, ängstlich oder enttäuscht werden, sondern an Gott und Jesus glauben
von Gott alle Kraft für unseren Dienst in der Bildung der zwei Bibelstudium-Teams und der Jüngererziehung ziehen. Um seinen Jüngern nun praktisch zu helfen, redete Jesus nun sehr bildlich über unsere ewige Heimat, das Reich Gottes. Verse 2 und 3 sagen, lasst uns diese Verse auch einmal gemeinsam lesen. Bitte, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Jesus gab ein plastisches Bild von dem Reich Gottes. Er sagte, dass jeder Jünger in dem Reich Gottes eine Wohnung haben würde. In dem Reich Gottes gibt es für jeden von euch eine schöne und große Wohnung mit allem nur erdenklichen Luxus. Warum? Offenbarung 21 sagt, dass in der ewigen Stadt überschwänglicher Reichtum vorherrscht, sodass sogar keine normalen Steine für den Bau verwendet werden konnten, sondern die ganze Stadt aus Gold ist. Sogar werden in die Grundsteine der Mauern die kostbarsten Edelsteine eingelassen und die Tore bestehen aus ganzen riesigen, kostbaren Perlen. Noch mehr aber herrscht der Reichtum der Seele in dieser ewigen Stadt. Das Lamm wird der Stadt Tag und Nacht scheinen. Es wird keine Müdigkeit mehr geben, weder körperliche noch seelische. Niemand wird mehr beim Gottesdienst einschlafen. Offenbarung 21,4 sagt, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Amen. Was für eine herrliche Stadt, in die wir eines Tages gehen werden, nicht wahr? Jesus hat uns dort schon eine Wohnung vorbereitet. Bei dem Wort Wohnung horchten die Jünger auf. Sie hatten noch nicht einmal ein kleines Apartment mit eigener Toilette und auch kein eigenes Bett in dieser Welt gehabt. Aber als sie das Wort Wohnung hörten, freuten sich auf ihr eigenes Bad, schönes Schlafzimmer und wahrscheinlich Wohnzimmer mit herrlichem Blick. Die Menschen in dieser Welt sind wirklich insoweit sündig, dass sie sich an 100 Euro in dieser Welt mehr festklammern und denken, dass dieses herrliche Reich Gottes, was ich gerade beschrieben habe, gar nichts wert wäre. Sie sind sündig, weil sie ihre Hoffnung auf Personen setzen. Wir haben das Paradies mit dem Sündenfall verloren. Nun müssen wir mit Mühsal unsere Arbeit in dieser Welt tun und eines Tages sogar sterben. Wir heben unseren Blick gar nicht mehr zu diesem ewigen Reich Gottes. Wir sind auch von anderen Menschen nur abhängig, wenn wir nach deren Anerkennung trachten. Aber Jesus hat unsere Seelen für dieses ewige Reich Gottes neu erkauft, indem er für unsere Sünde starb und Gottes Geist auch uns eines Tages von den Toten auferweckte. Die Glaubensvorgänger setzten all ihre Hoffnung auf dieses ewige Reich Gottes. Zu Beginn war Abraham noch wirklich begeistert von Genesis 12,2. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Aber später sehnte er sich nach dem Reich Gottes. Hebräer 11,10 sagt, denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Paulus hatte eine brennende Vision, mit dem Evangelium die gesamte damalige Welt zu erreichen. Das war seine Hoffnung und dafür schlug sein Herz, dafür gab er sein ganzes Leben. Aber seine wahre Hoffnung finden wir in 2. Korinther 5,1. Denn wir wissen, dass unser irdisches Haus, diese Hütte, wenn diese abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Petrus war früher voller irdischer Ambitionen und Selbstvertrauen gewesen. Er dachte, dass er aus seiner Eigenkraft
sogar Jesus bis zum Ende nachfolgen könnte. Aber auch er wuchs in der Hoffnung Gottes. In 1. Petrus 1, 3, 4 bezeugte er seine wahre Hoffnung. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Wir dürfen wissen, dass unser Leben voller Unruhe ist, wenn wir unsere Hoffnung nicht auf das Reich Gottes setzen. Viele versuchen, ihre innere Unruhe durch ihre missliche Lage zu begründen und wollen gerne ihre Bedingungen verbessern. Aber das hilft natürlich nicht. Unruhe hat darin die Ursache, dass wir in einer fundamental unsicheren Welt leben und wir aus dieser Welt nicht auf das Reich Gottes schauen. Viele Studenten kämpfen viel, um zu lernen und irgendwie einen sicheren Job zu bekommen. Aber jeder Job in dieser Welt ist unsicher. Leider können auch viele Christen keinen Frieden bekommen, weil sie zwar wiedergeboren sind, aber nicht auf das ewige Reich Gottes bauen und dorthin ihre ganze Hoffnung setzen. Ich kenne einen jungen Mann, der im nächsten Monat eine Praktikumsstelle in meiner Firma DHL beginnen wird. Weil er aber so viele weltliche Träume hat, macht er sich große Sorgen wegen der Unsicherheit des Jobs und ist voller Unruhe, sodass er sich noch nicht einmal selbst gut organisieren kann. Gott möge ihm Frieden schenken, indem er seine einzige Hoffnung auf Gott und sein Reich setzt. Er ist eine so wichtige Person für Gott in seinem Werk. Wie Gott ihn in der Vergangenheit geführt hat und ihm immer das Beste anvertraut hat, wie beispielsweise den passendsten Studienplatz, als er auf Gott vertraute, so wird Gott ihn auch in Zukunft führen, weil er allein auf das Reich Gottes baut. Amen. Gott möge allen Schülern, Studenten und auch Deutschprüflingen, die in Lern- und Zukunftssorgen sind, helfen, auf das Reich Gottes zu schauen und wahren Frieden in dieser Zeit zu genießen. Matthäus 6, 33 sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles zufallen. Teil 2. Ich bin der Weg. Verse 5 bis 11. Wie reagierten die Jünger auf die herrliche Aussicht auf die Wohnung im Reich Gottes? Dann schauen wir uns den Vers 5 an. Einer seiner Jünger, Thomas, fragte nun Jesus: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Thomas fragte nach dem Weg. Jesus liebte Thomas bis zum Ende und gab ihm das vorletzte der berühmten Ich-Bin-Worte des Johannesevangeliums weiter. Vers 6 sagt, Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. In diesem Satz lernen wir, dass erstens Jesus der Weg zum Reich Gottes ist, zweitens er die Wahrheit ist, die all unsere Lebensprobleme löst, und drittens er der Geber des Lebens selbst ist, der uns auch das ewige Leben gibt. Diese drei Dinge bedingen sich im philosophischen Sinn gegenseitig, sodass wir ein Abhängigkeitsdreieck erstellen können. Weg, Wahrheit und Leben, alle hängen miteinander zusammen. Schauen wir uns zuerst den Weg an. Im Grunde genommen suchen alle Menschen nach dem Weg in ihrem Leben. Junge Menschen fragen sich, was sie denn mit ihrem Leben tun sollen. Und was die Essenz ihres Lebens sein soll. Was möchte ich gerne mit meinem Leben erreichen? Manche denken, dass dies durch die Berufswahl oder die Wahl des Lebenspartners getan sein würde. Aber der Weg schließt noch viel mehr mit ein. Der Weg schließt mit ein, wie wir ein gesegnetes Leben führen und in Ewigkeit glücklich werden.
Weil niemand diesen Weg kennt, gibt es so viele Religionen, Philosophien und Lebensberatungs-YouTube-Videos in der Welt, die Wege lehren. Aber alle haben sie gemeinsam, dass sie den Menschen nur sagen können, was sie tun sollen und dies als Weg suggerieren. Dann jedoch wird irgendwann klar, dass der Mensch nicht genug tun, dass Menschen nicht genug tun können. Und es stellt sich die Frage, ob wir am Ende überhaupt das Ziel erreichen werden. Beispielsweise sagt der muslimische Glaube nur, dass sich der Mensch bemühen kann, die Aufnahme in Allahs Reich jedoch von Allahs Erbarmen am Ende abhängig ist, man jedoch nicht weiß, ob er sich erbarmen wird. Der Glaube an Jesus ist anders, da die Bibel von Anfang an sagt, dass der Mensch ein Sünder ist und hoffnungslos verloren ist. Jesus wurde jedoch als Folge dessen unser Weg, indem er für unsere Sünden am Kreuz starb, sein Blut als das unschuldige Lamm vergoss und das ewige Reich Gottes geöffnet hat. Römer 3, 23 unterstreicht unser völliges Verlorensein. Sie sind allesamt Sünder und der Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Römer 5, 8 sagt, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Hebräer 10, 20 spricht über Jesus den Weg, den er uns geöffnet hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Jesus wurde das Lamm Gottes, wie Johannes 1, 29 sagt. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Manche Menschen behaupten nun, dass es viele Wege in dieser Welt geben würde. Sie sagen, dass alle Religionen doch irgendwie ihren Platz haben würden. Aber die Bibel sagt klar, dass Jesus der Weg, der einzige Weg ist. Vers 6 sagt klar, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Warum dies so ist, wird in der Bibel auch sehr verständlich dargestellt. Jesus ist der Einzige, der vom Vater gekommen ist. Johannes 3, 13 sagt dazu, und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Jesus ist auch der Einzige, der in dieser Welt in allem versucht wurde wie wir, aber keine Sünde hat, wie Hebräer 4, 15 ausführt. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mit uns leiden, mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Jesus ist der einzige Mittler zwischen dem Menschen und Gott, wie 1. Timotheus 2, 5 unterstreicht. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Apostelgeschichte 4, 12 jubelt. Und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel dem Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Lasst uns vor allen Dingen den in der Welt populären Weg hinter uns lassen, dass wir uns durch unsere eigene Leistung, durch unsere guten Taten gerecht werden könnten. Lasst uns Jesus als unseren einzigen Weg zum Vater gehen. Was bedeutet zweitens, dass Jesus die Wahrheit ist? Im philosophischen Sinne schließt der Weg die Wahrheit mit ein. Die Suche nach der Wahrheit ist eine der fundamentalsten Fragen des Menschen, weil wir allein mit unserer Existenz in dieser Welt nicht zufrieden sein können. Die Philosophie hat nach Wahrheit gesucht. Aber obwohl sich die Philosophen über Generationen den Kopf zermartert haben und gebildete und kluge Männer waren, kamen sie über einen menschlichen Erklärungsversuch leider nicht hinaus. Einige unter ihnen erklären uns sogar, dass wir die fundamentale Wahrheit überhaupt nicht erkennen könnten, weil wir begrenzte Menschen sind. Aber Jesus ist die Wahrheit, die nicht nur unser Lebensproblem löst und uns die absolute Daseinsbedeutung schenkt. In Christus hat unsere Suche nach der Wahrheit ihr Ziel gefunden. Diese Wahrheit macht uns frei.
Die Verse Johannes 8, 31, 32 sagen, da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Als letztes ist auch Jesus das Leben selbst. Alle Menschen möchten leben. Was ist jedoch überhaupt Leben? Sicher ist hiermit kein biologisches Leben gemeint, denn biologisch leben wir ja alle. In unserer Corona-Zeit ist das öffentliche Leben stark eingeschränkt, weshalb wir uns nach diesem öffentlichen Leben zurücksehen. Wie beispielsweise ich, dass ich endlich mal wieder in ein Restaurant gehen könnte, um dort ein leckeres Schnitzel zu verspeisen. Aber das eigentliche Leben ist das Leben, welches tief in unserer Seele pulsiert. Es ist das Leben, welches das Leben wirklich lebenswert macht. Es ist das Leben, welches Gott allein uns geben kann. Christen besitzen dieses Leben, indem sie tiefen Frieden und Freude in Christus gefunden haben. Diese Freude und dieses Frieden, dieses Leben sind viel größer als alles andere in dieser Welt. Dieses neue Leben ist keine Fortsetzung des alten irdischen Lebens in Sünde. Es ist ein qualitativ völlig neues Leben. 2. Korinther 5, 17 sagt dazu, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn wir Jesus den Weg, die Wahrheit und das Leben gehen, dürfen wir wissen, dass wir manchmal nicht von allen Menschen gemocht werden. Jene Menschen, die mit dem Herzen in der Welt leben, sprechen von uns schlecht und verfolgen uns am Ende sogar. Jesus, den Weg, die Wahrheit und das Leben zu gehen, ist kein bequemes Leben, sondern ein Leben voller Leiden. 2. Timotheus 3, 12 sagt, und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgungen leiden. Viele Christen haben sich entschlossen, um dieses Leben in Christus nicht zu verlieren, unter Verfolgungen ihr Leben zu lassen, weil dieses Leben in Ewigkeit erhalten bleibt. Tatsächlich sind alle anderen Wege nur bequem und trügerisch, weil sie nicht zu dem ewigen Ziel, welches das ewige Leben ist, führen. Paulus hielt selbst in Todesgefahr dieses wahre und ewige Leben in Philipper 1, 21 fest. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Bevor ich zum Glauben kam, habe ich als junger Mann endlos über den Weg meines Lebens nachgedacht. Das resultierte darin, dass ich in meiner Qual endlos auf meinem Bett herumlag und über den Sinn und das Ziel meines Lebens philosophierte. Ich war viel ungebildeter als die Philosophen in der Geschichte und hatte auch nicht hunderte von Jahren mich mit dieser Frage beschäftigt. Dennoch versuchte ich, die Philosophen zu übertrumpfen und eine schlaue Antwort auf die Frage aller Fragen ohne Gott zu finden. Jedoch auch nachdem ich mir den Kopf zerbrochen hatte, konnte ich kein Ziel meines Lebens finden. Selbstverständlich. Ich dachte, dass mein Leben, obwohl ich erst 19 Jahre alt war, schon gescheitert ist und es keine Daseinsbedeutung für mich in dieser Welt gibt. In meiner Not wollte ich ausreißen und wie ein besessener Gerasener frei von der Gesellschaft sogar in der Wildnis leben. Ich fühlte mich in meinem Leben wie in einem dichten Urwald, ohne Weg, wo ich mühsam mich durch das Dickicht meines eigenen Egos arbeitete und am Ende feststellen musste, dass ich im Kreis gelaufen war. Alles im Leben erschien mir so sinnlos und bedeutungslos und nicht erstrebenswert. Aber durch eine Botschaft über Jesus, den Weg, die Wahrheit und das Leben auf der Sommerbibelkonferenz in den Niederlanden nahm ich auf, dass Jesus auch für mich schon eine Wohnung in meines Vaters Hause vorbereitet hat und Jesus der Weg ist, den ich so lange gesucht hatte. Ich entschied mich, Jesus den Weg in meinem Leben zu gehen und stehe auf ihm heute. In Jesus, dem Weg, erfuhr ich lauter Segen. Jesus heilte die große Unruhe meiner Seele. Er schenkte mir den Frieden, sodass ich etwas in meinem Leben überhaupt aufbauen durfte. Er schenkte mir
die Zuversicht auf das Reich Gottes, sodass er mich als Zeugen der Auferstehung in dieser Zeit gebraucht. Er macht mich zu einem Segen für meine Mitmenschen. In Vers 7 spricht nun Jesus weiter: Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Das war wirklich eine wunderbare Verheißung. Aber Philippus war nicht zufrieden. Jesus hatte sich als der Weg offenbart. Aber er fragte: Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Da tadelte Jesus Philippus in Vers 9. So lange bin ich bei euch. Du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Durch Jesus durften die Jünger den Vater sehen. Wer Jesus aufnimmt, der nimmt den Vater selbst auf. Denn Jesus und der Vater sind eins. Thomas und Philippus hatten in ihrem Leben ein gravierendes Problem. Sie schauten nur auf das Hier und Jetzt. Sie schauten auf das, was sie selbst kontrollieren konnten und verneinten die geistliche Welt. Dieser Gedankengang ist wie der Gedankengang der modernen Philosophen, die dem Empirismus anhängen oder sogar dem Existenzialismus oder der Phänomenologie folgen und am Ende gar nichts mehr wissen. Aber Jesus diente trotzdem diesen Zweiflern auch wenige Stunden vor seinem eigenen Tod geduldig und half ihnen, das ewige Reich zu sehen. Thomas konnte später die Hände in die Nägelmale Jesu legen, stellvertretend für alle Zweifler der Menschheit aller Generationen. Sein Leben änderte sich vollständig. Er setzte seine ganze Hoffnung auf das Reich Gottes, wo er den Vater sehen würde. So konnte er sogar den Märtyrertod an der Ostküste Indiens sterben, in Chennai, um genau zu sein, und sein Leben für das Evangelium völlig einsetzen. Heute können wir Jesus nicht mehr unter uns haben. Aber wir können auch den Vater sehen, indem wir Jesu Leben in der Bibel tief studieren und ihn kennenlernen. Wir können durch das zweite Bibelstudium den Vater sehen. Wir können den Vater sehen, indem wir auf diese Art und Weise unser Leben an Christus binden. Teil 3, was ihr bitten werdet in meinem Namen, Verse 12 bis 14. Die Verse 12 bis 14 erklären uns, welche Auswirkungen dies alles auf unser praktisches Leben hat, wenn wir auf Jesus, dem Weg der Wahrheit und dem Leben gehen. Auf Jesus, dem Weg zu gehen, bedeutet nicht, dass wir auf dem Weg einfach nur stehen bleiben, sondern es bedeutet Schritte auf dem Weg Jesu zu unternehmen. Dadurch, dass wir auf Jesus dem Weg sind, erfahren wir die Gebetserhörung. Schauen wir uns den Vers 12 an. Wir möchten gerne den Vers 12 auch einmal gemeinsam lesen. Bitte. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Wow! Die Gebetserhöhung bezieht sich nicht auf kleine Werke, sondern sie bezieht sich auf große Werke. Wir werden durch die Gebetserhöhung so befähigt, quantitativ größere Werke als unser Herr und Meister Jesus zu tun, sagt dieser Vers. Was ist ein großes Werk? Ein großes Werk war es, als die Apostel mit dem Heiligen Geist predigten und 3000 Menschen gleichzeitig zum Glauben kamen. Tatsächlich geschah dieses Werk nicht in ferner Zukunft von diesem Zeitpunkt des Textes aus, sondern es geschah wenige Wochen später schon. Es ist ein großes Werk, dass sich das Evangelium damals in der damaligen Zeit wie ein Lauffeuer in der gesamten Welt verbreitet hat, sodass das Römische Reich trotz vielem Widerstand im Jahre 313 nach Christus zum christlichen römischen Reich komplett konvertierte. Es ist ein großes Werk in unserer Zeit,
dass sich unsere nächste Generation nicht um sich selbst kümmert, für Schule und Studium gut zu lernen, sondern dass sie Gebetskreise bilden und auch ihren Klassenkameraden dienen. Es ist ein großes Werk des 10.000-maligen Zwei-Bibelstudiums, der 5 Millionen Gebetsmitarbeiter und der 100.000 Missionare bis zu 2041, für welches wir beten und was sich erfüllen wird. Puh, diese Zahlen sind so groß, dass uns manchmal ziemlich schwindelig davon wird. Mit unserer eigenen Kraft können wir noch nicht einmal einem Menschen dienen und einen Menschen zu Christus führen, nicht wahr? Mit der Gebetserhöhung und der Kraft Jesu ist es jedoch ganz einfach, dass Gott unser übergroßes Gebet erhört und diese Welt durch uns ändert und uns kostbar für die geistliche Wiedererweckung von Deutschland und Europa gebraucht. Lasst uns deshalb mit großen Gebetsanliegen beten. Lasst uns auch für unsere nächste Generation mit großen Gebetsanliegen beten, dass Gott ihnen in dieser Zeit die gute Zurüstung mit dem Wort Gottes schenkt. Lasst uns für sie beten, dass Gott das TLIF-Werk überreichlich segnet und viele geistliche Leiter wie damals für ihre Generation dadurch aufstellt, die hingehen und in der muslimischen Welt an drei Stützpunkten, in Cartagena, in Nordkorea und bis an die Enden der Welt das Evangelium predigen. Gott wird, wie bei der Pfingstpredigt des Petrus, ein solches großes Werk schon bald durch sie tun. Schauen wir uns Verse 13 und 14 an. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Wir lernen hier, dass das Ziel der Gebetserhöhung es ist, dass der Name Gottes verherrlicht werde. Viele Menschen haben irgendwelche Gebetsanliegen, meistens egozentrische Gebetsanliegen, die sie zu Gott bringen und sich wundern, dass diese dann nicht erhört werden. Wenn wir jedoch mit dem Gebetsanliegen beten, dass durch die Erfüllung des Gebets Gott verherrlicht werden möge, dann wird Gott gerne das Gebet erhören. Lasst uns deshalb beten, dass Gott durch unser Leben verherrlicht werden möge und uns ihm völlig zur Verfügung stellen und die mächtige Gebetserhöhung durch ihn erfahren. In dem heutigen Bibeltext hat Jesus uns das Rezept gegeben, nicht zu erschrecken, nämlich indem wir an Gott und Jesus glauben. Er hat uns eine sehr plastische Vorausschau auf das Reich Gottes gegeben. In seines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wie wunderbar für uns. Er hat uns auch aufgezeigt, wie wir dahin kommen, nämlich dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und dass wir auf Jesus in dieser Zeit gehen dürfen. Lasst uns praktisch Jesus den Weg gehen, indem wir größere Werke als er tat, von ihm erbitten und Gott in dieser Welt verherrlichen. Lasst uns zum Abschluss gemeinsam beten. Lieber himmlischer Vater, danke, dass wir uns durch den Glauben an dich und Jesus nicht erschrecken brauchen. Danke, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben für uns ist und wir durch ihn zum Vater kommen. Erlaube uns, uns für dein Werk in dieser Zeit hinzugeben, indem wir für dein Werk beten und noch größere Werke als Jesus erfahren. Danke, dass du uns diese Botschaft anvertraut hast. In Jesu Namen. Amen.